Hallo und herzlich willkommen. Jetzt ein neues Video Kochen im Womo. Und zwar diesmal machen wir eine Bolognese Soße mit Tagliatelle, nicht mit Spaghetti. Bevor wir jetzt so richtig anfangen, möchte ich noch kurz einen Buchtipp geben. Und zwar hier das Teubner Handbuch Soßen von Alioli bis Zitronensoße. Sehr interessantes Buch für Leute, die gerne kochen. Sehr informativ und sehr hilfreich. Das sind fast alle Soßen, die es gibt, die machbar sind, drin beschrieben. Von Mayonnaise bis hin zur Zabaione, bis hin zur Vanillesoße, bis hin zur Bolognese-Soße. Die Grundsoßen sind drin, wie Sauce Hollandaise, Bernadette und wie sie alle heißen. Also interessantes Buch, 25 Euro im Handel. Vom Teubner Verlag, www.teubner-verlag.de. Gut, ich habe jetzt hier in diesem Gerät habe ich 200 Gramm Karotten vorbereitet, 200 Gramm Zwiebeln und ein paar Knoblauchzehen, so 5-6 Stück. Die werde ich jetzt ganz fein hacken. Dann kommt hier in den Topf ein Schuss Öl und dann wird es... Etwas. Okay, schauen wir mal. Sieht ganz gut aus. Ein bisschen muss noch sein. Da ist noch Zwiebel drin, die ich noch nicht zart habe. Riechen gut schon wie in der Knoblauchbude. Hier ist die Zwiebel da irgendwie runtergekriegen. Irgendwie habe ich es noch nicht ganz geschafft. Die ist unten. Okay, nur noch das Stückchen da. Und dann ist ja nicht ein kleines Stückchen noch. Dieses Küchengerät. Sieht gut aus. Klein gehackt Karotten, Zwiebeln und Knoblauch. Das kommt jetzt in den Topf mit einem Schuss Öl und wird angebraten. Okay. So, jetzt kommen die Karotten und die Zwiebeln, Knoblauch hier in den Topf. Öl ist schon drin, ein kleiner Schuss. So 4-5 Esslöffel reichen. Da habe ich noch ein Stück Zwiebeln entdeckt. Das haue ich nochmal raus. Das haue ich dann nachher beim Staudensellerie mit rein. Ist jetzt nicht der Beinbruch. So. Jetzt. Oh, ich zeig das jetzt. Brauchen wir einen Staudensellerie. So, jetzt werden ungefähr 200 Gramm Staudensellerie. Ebenfalls klein gehackt. Jetzt wird der Staudensellerie. Staudensellerie fein gehackt. Grobzeug tun wir raus. Kommt jetzt hier dazu. Wird ebenfalls angebrutzelt. Jetzt kommt Petersilie hin. Besser wäre frische. Ich habe hier aber jetzt nur getrocknete. Ist noch aus Spanien. Heißt dort Perejil. In Frankreich heißt das Ding Persil, falls mal jemand hinfährt. Und jetzt tue ich einfach hier einen guten Schuss Petersilie mit hin. Mische die hier mit unter. Und habe jetzt, nachdem hier viel Phrase sind, ein fettes Kilo Hackfleisch, das ich jetzt mit hinmache und so lange anbrate, bis es
krümelig zerfällt. Also es wird dann so, kriegt so eine grauliche, graue Tönung und zerfällt dann in kleinen Stückchen. Ja? So. Hebt natürlich auch oder misch auch schon die vorher angebratenen Sachen mit unter. Ach, das war nichts. Das sind die täglichen Betriebsunfälle. Das könnte man jetzt. So, weil wir natürlich Vielfraße sind. Normalerweise nimmt man 500 Gramm Hackfleisch, aber wir sind wie gesagt Vielfraße und haben deswegen auch so einen großen Topf. Deswegen ein Kilo. So, jetzt haben wir mal erst einmal die angebratenen Gemüsesachen ein bisschen untergerührt, untergemischt. Jetzt lassen wir dem Hackfleisch die Zeit, dass es richtig schön anbrutzeln kann. Würzen tun wir es mit etwas Salz. Wobei ich mit Salz immer relativ sparsam bin. Dann mit etwas schwarzem Pfeffer. Schauen wir mal, ob wir noch eine Prise Paprika finden. Paprika haben wir in größeren Mengen gekauft, weil man den doch öfters einmal auch gut zum Kochen verwenden kann. Ist edelsüß. Im Hintergrund schauen meine Kinder einen Film an, also nicht davon stören lassen. Kann es nicht ändern. Irgendwie muss man die Schratzen auch mal beschäftigen. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder der Aufschrei. Der sagt zu seinen Kindern Schratzen. Ja, ich sag zu meinen Kindern Schratzen, ihr Narren. Ja, die sich da aufregen wollen. Und Schratzen ist in dem Fall nicht bösartig oder böse gemeint, sondern ist liebevoll. So, jetzt kommt hin. Etwas Romero, sprich Rosmarin. So, jetzt kommt erstmal frischer Rosmarin, getrocknet, von uns selber gesammelt. Wilder Rosmarin, haben wir in Spanien in den Bergen gesammelt. Kommt da jetzt ein bisschen was mit hin. Dann kommt etwas Majoran mit hin, aber nur minimal. Dann brauchen wir... Jetzt haben wir unseren frisch getrockneten Rosmarin, wilden Rosmarin hin. Wir haben ein bisschen Majoran hin. Jetzt kommt ein bisschen Tomillo hin. Tomillo ist Thymian zu Deutsch. Tomillo ist Spanisch. Ja, ich hasse es. So. Und am Schluss kommt noch etwas Oregano dazu. So, der ist auch leer. Also Wacholderbeeren habe ich jetzt schon 4 Stück rein. Jetzt tue ich noch ein bisschen Lorbeer mit rein. Und dann kommt Speck dazu. Und zwar sind es 150 Gramm. Ne, 125, also insgesamt tue ich 250 Gramm hin. Aber das ist Geschmackssache. Laut Rezept wären es 125. Laut Originalrezept, ich mache halt immer etwas mehr. Ich muss dazu sagen, bei mir ist es halt so, mit Texas, und da gibt es einen Spruch, don't mess with Texas. Und genau das ist meine Devise auch beim Kochen. Ja, also es darf immer etwas besser und mehr sein. So, das Ganze lasse ich jetzt noch vor sich hinziehen ein bisschen. Du kannst mal kurz in den Topf reinleuchten oder beziehungsweise ja. Ich zeig mal, so schaut jetzt das Hackfleisch aus. Sehr lecker. Das Ganze. So, jetzt tue ich kurz einen Deckel drauf. Dadurch bildet sich auch etwas Eigensaft im Topf. So,
So, Papa hat jetzt mit der Mama die Rolle getauscht, weil die Tomaten würfeln darf jetzt die Mama machen. Und da werden rund 500 bis 600 Gramm Tomaten gewürfelt. Schauen wir mal, ob wir es ein bisschen ins Bild kriegen, die Hand. Ja, da steht schon der Froh davor, aber das macht nichts, lassen stehen. Passt schon. Das Grüne schneidet man raus, und zwar einfach aus dem Grund, weil da die meisten Giftstoffe enthalten sind. Schauen wir mal zur Mama hin. Oh, die leuchtet. Die macht es gut. Die immer mit ihrem die kann keine vernünftige Antwort geben, die Frau, die ist einfach kaputt. Ja, das mache ich sehr gerne, so, dass Tomaten schneiden. Und jetzt werden die Tomaten. Ja, sie fängt schon an, die Tomaten hinzumachen. Habe ich nämlich mehr Platz auf dem Brett. Dann kann ich schon die nächste Tomate schneiden. Du nicht so gekünstelt, red so, wie der Schnabel gewachsen ist, so wie sonst auch. Und wenn ich zu meinen Kindern schratzen sage, dann sage ich schratzen. Und wenn ich nicht schratzen sage, dann sage ich nicht schratzen. Und die Sophie gibt jetzt bitte Ruhe, weil wir hier ein Video produzieren wollen. Die bettelt nämlich immer beim Tomatenschneiden. Die frischen Tomaten sind gestüttelt und drin. Die Mama hat es fein gemacht. Jetzt als nächstes kommt das Tomatenmark hin. Das hat einfach den Grund, es ist also bis jetzt auch relativ wenig Flüssigkeit im Topf. Das Tomatenmark brutzelt dann noch ein klein bisschen an und gibt einen unwahrscheinlich guten Geschmack. Also nicht zu stark, aber sollte jetzt schon untergemischt werden. Ja, dann nehmen wir so 5 bis 6 Esslöffel am besten Tomatenmark. Ich mache das Auge mal Pi. Ätzend. Und wo Tomate dran ist, gehört natürlich dann auch eine Prise Zucker hin. Aber die tue ich erst später hin. Nur, dass ihr euch das mal vormerkt. Jetzt lassen wir das nochmal 2-3 Minuten kurz anziehen, das Tomatenmark. Schnell umrühren. Und dadurch hat jetzt das Hackfleisch schon eine leicht rötliche Färbung auch bekommen. So, jetzt tue ich meine Prise Zucker erst einmal mit hin. Aber wirklich nur eine Prise, weil ich mag es nicht so süß, wie die Industriestandards es gerne haben. Ja, der Zucker ist einfach nur geschmacksunterstützend. Da. Ich mag das, wenn die Dosen nicht passen. So, rühren wir noch mal kurz um. Lassen das noch mal kurz ziehen. Man kann Tomatenmark auch ganz leicht anrösten. Das macht man aber dann, bevor irgendwas anderes im Topf ist. Man kann das auch getrennt in der Pfanne machen. Muss man aber sehr vorsichtig sein, wenn man es zu stark erwischt, dann schmeckt es nicht mehr gut. Ja, also, das tut man einfach dann Pfanne heiß machen, ein bisschen Tomatenmark rein, kurz umrühren, ein bisschen anrösten, so 2-3 Minuten, und dann tut man es mit rein, kann man auch machen. So, jetzt kommen 800 Gramm gestückelte oder gehackte Tomaten aus der Dose hinzu. Ah, Mist. Haben wir wieder die Fingernägel geschnitten. Falsches Werkzeug. Und ohne Fingernägel ist es halt immer etwas unpraktisch. So. Einmal. Ja, das sind Porzellanmesser, da muss ich vorsichtig sein, wird nur ganz leicht angelüftet, dass nichts abbrechen kann von dem Messer auch. Also mit gewisser Vorsicht bei Porzellanmessern auch.
So, jetzt rühren wir die Tomaten unter. Lassen das jetzt auch noch mal so 5 bis 10 Minuten ziehen. Bei nicht zu hoher Flamme. Ja. Und dann, wenn es ein bisschen höher, müssen wir es machen. So. Und dann kommt Rinder vorhin. Gibt es fertig zu kaufen. Sind 400 ml, also 800 ml Rinderfond kommen dann hin. Und das machen wir aber dann in 10 Minuten ungefähr. Okay, jetzt tue ich den Rinderfond mit hin. Rühre den noch kurz unter. Und dann lässt man die Soße mindestens, sage ich, eine Stunde bei ganz kleiner Flamme ziehen. Wenn man sie länger ziehen lässt bei ganz kleiner Flamme oder auf dem Elektroherd bei ganz kleiner Stufe, ja, dann je länger sie zieht, umso schmackhafter wird sie. Wem die Soße am Ende zu dünn ist, der kann noch mit Tomatenmark eindicken. Okay? Und jetzt noch kurz zu den Nudeln. Tagliatelle sind im Gegensatz zu Spaghetti flach. Also das sind ganz flache Nudeln. Und das sind Tagliatelle 16, da gibt es scheinbar verschiedene Größen. Es gibt davon abgesehen, bei den Spaghetti gibt es auch unterschiedliche Nummern. Ich habe die zwar noch nie auf der Verpackung entdeckt, ich weiß es aber aus einer Dokumentation über einen Spaghetti-Hersteller, dass der also eine bestimmte Spaghetti-Nummer bevorzugt hat. Daher weiß ich, dass es also auch verschiedene Nummern gibt. So, die Tagliatelle werden 20 Minuten, bevor die Soße zu Ende ist, wird das Wasser aufgesetzt, brauchen ungefähr 10 Minuten zum Kochen, abgießen, werden dann mit der Soße zusammen serviert. Wer es mit Parmesan will, reicht Parmesan dazu. Aber in dem Fall bitte echten Parmesaner, weil das hat die Soße verdient. Und sonst sage ich jetzt erstmal auch im Namen meiner Lebensgefährtin, der holden Tomatenschneiderin, sage ich erstmal Tschüss, bis demnächst, euer Micha.